Willkommen zurück. Nachdem ich jetzt den richtigen Knopf gefunden habe. Willkommen zurück bei. Wie heißt das Ding jetzt? Der Geheimbund 6. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was das mit Stammbaum zu tun hat, wenn ich bislang ehrlich sein soll. Ich meine. Bloodlines, Stammbaum, irgendwie erschließt sich das mir noch nicht so ganz. Aber. Mal gucken. Wir haben ja voraussichtlich noch ein paar Stunden Story vor uns. Von daher gucken wir mal. Hier unten kann ich nichts weiter anklicken. Das sieht wie eine Art Altar aus. Braucht man bestimmte Opfergaben? Den Affen schon mal nicht. Den Sand auch nicht. Sehr schade. Ein Wimmelbild. Hier müssen irgendwo noch mehr Pfeile sein. Ich klicke auf diesen Kristall und sie sagt, hier müssen irgendwo noch mehr Pfeile sein. Muss ich das verstehen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Maske, die ist hier. Ah, sie hat nicht... Okay, hier ist schon die Hitbox von dem Köcher. Okay. Verstanden. Ist das hier ein... Das ist ein sehr großer Pfeil, aber okay. Dann haben wir jetzt einen vollen Köcher. Hier oben haben wir einen Blumenkranz. Löwenaugen. Okay, da müssen wir offenbar erst irgendwas reintun. Sind das hier jetzt die Augen? Oder sind das hier die Augen? Und sind das so die Nasenlöcher? Oder sind das hier so die Nasenlöcher? Und das, also ich weiß es nicht. Wir brauchen Löwenaugen, finden wir bestimmt irgendwo. Wir brauchen ein Tiertotem. Dieses ganze Tiertotem hier? Das war offenbar ein Tiertotem. Natürlich. Eine Trommel. Die ist hier. Ein Öllämpchen. Und ein Elefant. Ein Elefant. Der steht hier. Ist das eine Öllampe? Nein. Brauchen wir eine Sichel? Oh ja. Sehr gut. Tja, dann brauchen wir eigentlich noch die Öllampe und mit dem Rest müssen wir immer irgendwie irgendwo... Ich kann im Wimmelbild nochmal ranzoomen. Diese Technik. Ich sollte die Teile wieder zusammenfügen. Die könnten giftig sein. Ich sollte aufpassen. Naja, solange sie nur giftig sind, ist es nicht so schlimm, wenn du sie anfasst. Aber okay, hier haben wir dann offenbar die Sonnenplatte gefunden. Hier geht auch noch mehr. Ah, hier ist auch noch der Stößel. Den hätten wir auch auf gar keinen Fall hier direkt rausnehmen können. No way. Okay. Irgendwie sieht das aus, als müssten wir damit was machen, aber... Was? Okay, wir packen hier so ein paar Blumenblätter drumrum und dann spawnen hier leuchtende Augen, die wir dann ein... Ja, na klar. Natürlich, ja. Was frage ich überhaupt? Das ist übrigens eine Öllampe. Goldener Teller. Ich weiß genau, was wir damit machen. Wait, what? Okay, das sind jetzt die Opfergaben, die wir da bringen müssen, ja?
In diesem Zustand fängt man damit gar nichts an. Das ist richtig. Aber hast du vielleicht schon eine Idee, was du mit dem Zweig machen möchtest? Oder wolltest du ihn einfach nur erstmal einstecken, damit du was Sperriges in der Hose hast? Die Frau macht mich fertig, ne? Okay, aber wir können Wasser sammeln. Mit dem Eimer. Und wir können ziemlich sicher mit dem goldenen Teller. Jawollo. Den Teller lassen wir auch da. Völlig okay. Geschnitztes Emblem. Das muss doch 100 Pro hier rein. Das ist der widerlichste Senfspender, den ich jemals gesehen habe. Aber okay. Was ist das eigentlich? Sand? Sand, okay. Okay. Eigentlich fällt mir gerade auf. Das reicht so, oder? Die Schritte sind halt super laut. Das sieht doch aus wie das Ding. Gerade sagen, da hatten wir doch die Münze, die wir dann bei dem Sandding hingepackt haben. Hier, das ist Feuer, oder? Würde ich sagen. Also es könnte auch die Blume sein. Ist es aber nicht. Das hier. Ich weiß nicht, ob das Wasser. Ah, nein. Ich, haha, wir müssen das Wasser erst noch einfrieren und dann geht das. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Rest alles war. Ah, okay. Hier muss die Blume rein. Okay, dann hätten wir das. Dann. Wow, sie haben sogar berücksichtigt, dass der Eimer da. Also. Wow. Ich bin überrascht. Also, weil vom Volumen her Eis ja einfach tatsächlich größer ist als Wasser. Weißt du, sie haben so die lächerlichste Wasseranimation aller Zeiten. Aber an sowas wird dann gedacht. Also ich meine, auch die Wasseranimation erfüllt halt natürlich total ihren Zweck. Aber das haben wir in Wimmelbildspielen schon deutlich besser gesehen. Das ist halt so der Punkt. So, dann sag mir bitte nicht, dass ich das noch in Zapfenform bringen muss. Nein, wir tun einfach den ganzen Bottich da. Läuft. Ich hoffe, das schmilzt in der Zwischenzeit nicht. So, und jetzt brauchen wir noch Feuer, Wind und Schinkenbrot. Ich habe keine Ahnung, was das letzte ist. Dieser Kaffee ist auf jeden Fall noch zu heiß zum Trinken. Verdammt. Schmetterling. Ach stimmt, wir müssen den Schmetterling fangen. Die Frage ist mit was? Das macht nur wieder das Ding auf, ne? Ich frage mich, wo diese Tür hinführt. Hier am Rand noch irgendwas machen? Nein, okay. Hier können wir auch nicht mehr hin. Können wir den Schmetterling auf den Stock locken und tragen ihn dann einfach so dahin? Scheinbar nicht. Ich habe halt auch keine Ahnung, was sie mit dem Zweig möchte, ne? Also so gar nicht.
Können wir mit der Münze einfach... Ah, okay. Sag mir bitte nicht, dass das unser Schmetterlingsnetz wird. Dann raste ich aus. Oh ja, cool. Die stecken wir uns jetzt brennend in die Tasche. Die brennt da auch für immer und ewig. Ist überhaupt kein Ding. Achso, wir haben den Schmetterling noch nicht gefangen, ne? Egal, wir packen hier erstmal Luft rein. Natürlich. Dadurch, dass in der Säule jetzt der Sauerstoffgehalt stark erhöht ist. Weißt du, mit meiner Hand würde ich ihn zerquetschen, aber wenn ich da so volles Pfund mit dem Kescher lang gehe, ne? Oder mit dem Netz, ist überhaupt kein Ding. Kein Thema. What? Did you really think you could beat us? Finally, the flower of life is ours. You die locked up here. Wer konnte damit rechnen? Sonst wäre die Story ja auch schon vorbei gewesen. Sie haben uns den Affen gelassen. Türstück. Okay. Sieht wie eine Eule aus, aber wo sind ihre Augen? Niemand weiß das. Und da offenbar ist das auch die Eule von Harry Potter. Ein Blitz auf der Stirn. Nicht nur mächtig, sondern auch wunderschön. Ja. Ja, gut. Gut, wir müssen wohl erstmal raus. Vorsicht, Jack, renn nicht in den Propeller. Warum ist... A, wer ist der Typ? B, wo kommt er her? Und C, warum ist er von der Brücke gesprungen? What? Auf Wiedersehen, mein kleiner Freund. Okay, und der Affe ist jetzt verschwunden, ja? Okay, wir müssen hier scheinbar einen Tripod bauen. Okay, das wird eins von den Eulenaugen sein. Jawollo, hier ist das zweite. Sein Gesicht lässt ein wenig zu wünschen übrig. That's what she said. Okay. Dieser Mechanismus hat seinen Zweck erfüllt. Offenbar. Okay, sind wir hier dann fertig? Aber wir können hier immer noch. Ah, wir können das Teil noch mitnehmen. Na, verrückt. Sind hier eigentlich noch mehr Sammelobjekte gespawnt?
Hier drinnen vermutlich nicht, ne? Aber draußen vielleicht. Spontan sehe ich nichts. Das Dreibein lag direkt wo neben? Das Teil hier. Wir müssen jetzt einfach nur die Sachen hier wieder zusammen. Okay, und wofür haben wir das Teil jetzt repariert? Oh nein, hoffentlich kann man sie noch reparieren. Hast du das nicht gerade gemacht? Was? Hey, den hatten wir doch schon in Blau. Aufgeladener Phönixdolch. Den können wir bestimmt total in den Würfel stecken. Kann ich... Ich komme nicht an den Würfel. Nope. Keine Chance. Ach so, aber wenn ich jetzt auf das Ding klicke, dann... Ja. Minispiel. Nicht? Ah, doch, natürlich. So, sammeln wir Symbole. Was brauchen wir denn? Die vier Sachen wahrscheinlich, ne? Ah, wir brauchen jeweils das Fehlende. I see. Ist das Teil? Nein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt hierhin. Und das ist das Teil. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Munition. Wie gut, dass sie extra gewartet hat, bis das Brett durchgebrochen ist. Das war extrem wichtig. Are you after the dragons too? I came here with two fellow Griffin members to find the Flower of Life. Our plane was hit and we crashed. The dragons captured me and used me to test their serum. I could have escaped after that, but I decided to stay to sabotage their experiments. But I'm weakened by the serum. They wanted to use the serum to turn people into slaves. I'm fighting it, but I don't know how much longer I can last. Tie me up so I can't hurt you when the serum takes control. Das ist natürlich der einzige Grund, warum wir dich fesseln sollen. Nicht, dass du darauf stehst oder so. Oh, Baby, ich weiß ja, also, es tut mir leid, aber die haben da so ein Serum an mir getestet und ich weiß nicht, wie lange ich dir, dem Serum noch widerstehen kann. Es ist besser, wenn du mich fesselst.